Seit 10 Monaten arbeite ich an einer neuen Karte für Bayezid. Doch er ist alt und ich ein Perfektionist. Vielleicht weiß der nächste Sultan meine Arbeit zu schätzen. Nun, wie kann ich helfen, Ezio? Rauchsignalbomben. Wie funktionieren die? Ihr kennt sicher das alte Sprichwort, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Die Bomben spielen mit dieser Idee. Sie erzeugen eine dichte Qualmwolke, damit die Stadtwache glaubt, es brennt irgendwo. Diese Bomben sind leise. Es werden also nur die angelockt, die den Qualm sehen. Raffiniert. Ich werde es probieren. Nimm die Bombe und geht erstmal raus. Lernen Sie, wie man Rauchköderbomben einsetzt, indem Sie den osmanischen Hauptmann eliminieren, der Informationen an die Templer verkauft. Niemand außer dem Ziel töten. Ich werde mir Mühe geben. Ich kann aber nichts versprechen. Blieb, 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 blieb. Oh, der blinkt aber nervös. Was hat denn dieser kleine Punkt? So. Piu! Oh. Was war jetzt? Weil ich jemanden getroffen habe? Ehrlich? Ach komm schon, da ist doch niemand gestorben von so einem Rauchding. Darf ich das nochmal machen? Die sind aber ganz schön empfindlich, die Leute. Sterben von so einer Bombe. So, jetzt. Ja, komm, ich möchte laufen. Na also. Macht's gut. Oh, da kommt schon jemand zurück. Okay, ich bin weg. Effendim, herzlich willkommen. Ist hier oben jemand? Nö. Okay. Das sind also die beiden Herren. Und 2 schöne Truhen. Na dann, gönnen wir uns mal ein bisschen Spaß. Guten Tag, die Herrschaften. Moment, ich möchte noch die Truhen aufmachen. Die haben ja theoretisch nicht gehört, dass hier was passiert ist. Ich habe also noch Zeit. Bitte, habe ich noch Zeit? Ja. Mach's gut. Oh. Mach's gut. Na gut, Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir sind verloren. In welche Richtung soll ich denn fliehen? Ist egal. Flieh hierher zum Drecksee. Okay, ich bin raus. Sehr gut. Leise wie ein mir fällt nichts ein, wie ein Marderhund. Jawohl, leise wie ein Marderhund. Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade auf Marderhunde kam. So, halt, wir müssen in die andere Richtung. Sich in dem Alter noch so aufzuführen? Ja, aber du, ist okay, natürlich. So eine Frechheit. Dass sie selbst so Sachen machen und dann zu uns sagen, das in dem Alter noch tun. Ich verstehe. Da blinkt was. Ah, eine Truhe. Mein Truhenauge hat diese Truhe sofort erkannt. Datura-Pulver. Und hier ist irgendwas Bomben markiert. Schwarzmarkt. Aha, nein, danke. Hier kann man sich die Füße schön waschen. Hey, da ist wieder eine Truhe. Haben die da gerade einen Heiratsantrag? Habe ich das richtig gesehen? Haha. Jetzt ist nichts mehr mit Heiratsantrag. Weil wie will man ohne Geld heiraten? Entspannt euch mal, ich war's gar nicht.
Oh, schöne Musik. Ihr seid das Letzte. Los, verschwindet von hier. Tyrannen! Yeah, meine Fans. Was haben die denn alle? Woher wollen die wissen, dass wir das Geld geklaut haben? Ich weiß nicht mal irgendwas von geklautem Geld. Ich habe mit solchen Sachen nichts am Hute. Und auch nichts an der Mütze. Hm, schöner Palast. Moment, hier? Genau, das ist so ein Ding. Erstmal gibt's hier eine Truhe. Und dann gibt es hier auch noch das Dings. Oh, Materialien bekommen. Dann können wir neue Bomben herstellen. Machen wir mal hier eine. Ich glaube, die Aufschlaghülsen finde ich am besten. Pulver, sehr großes Gebiet. Ich weiß nicht. Ich nehme mal das da. Und Effekte? Mit Lambda lassen sich taktische Bomben zur Einschüchterung herstellen. Die betroffenen Personen sind besonders anfällig für Angriffe. Die Fortbewegung einschränken. Dichter Qualm eignet sich gut zur Vernebelung eines Attentats oder Fluchtversuches. Da nehme ich die. Die finde ich gut. Ja. Oh, die haben das gleiche Pulver benutzt. Ja, ist okay. Dann... ja... so, mache ich wieder eine Aufschlaghülse. Ich glaube, ich mag die Aufschlaghülsen am meisten. Das hier. Die sind ja, um jemanden zu benachrichtigen quasi. Akustischer Köder. Rauch. Ich nehme den akustischen. So. Ah ja, ist gut. Irgendwas war leer. So, wir haben ein paar hergestellt. Hör auf, so dreckig zu lachen. Soll er aufpassen, dass ich nicht meine Klinge in sein... oh, das... Entschuldigung, das war die falsche Taste. Das wollte ich echt nicht. Wirklich, glaub mir, ich wollte sie nicht töten. Ich töte eigentlich keine Zivilisten. Jetzt sagte der Durchgeknallte, ich töte keine Zivilisten. Und rollte sich kurz danach auf den Boden. Oh, Entschuldigung. So, nächste Mission. So, alles schön angerumpelt. Theodosius Forum. Aha. Das Forum des Theodosius. Na komm schon, Ezio. Ah, da kommst du wieder nicht hoch, hä? Ah, doch. Ich dachte schon, da kommt er nicht hoch. Das hat er schon den tollen Greifhaken und schafft es trotzdem nicht. Dem war diesmal nicht so. Und hüps. Na komm. Nein, natürlich nicht. Ich dachte, es klappt. Training, mein Freund. Training und Muskelmasse. Ich finde es schade, dass man aufwärts keine Dinger, also hier keine, na wie heißt, nicht diese Seilbahn benutzen kann. Haha. Ah, die haben Schätze bewacht. Sehr schön. Ich bedanke mich bei meinem Assassinenfreund. Pyritmünzen. Für Goldbomben, also für so gefälschte Goldmünzenbomben. So, wieder nach oben. Ach, das Rumgekletter ist manchmal echt ganz schön lästig. Das bei Assassin's Creed zu sagen, ist irgendwie komisch, weil ein Großteil des Spiels besteht halt daraus, aber trotzdem. Es macht Spaß, aber es ist irgendwie auch manchmal ein bisschen lästig, wenn man da halt 5 Milliarden Schritte in die andere Richtung wieder gehen muss. Aua. Ah, da tun. Guten Tag. In die Tür gerollt. Wie ein Meister. Buongiorno, merhaba, bitte tretet ein. Ach, verzeiht die Unordnung. Ich hatte noch keine Zeit, nach meiner Reise hier aufzuräumen. Ihr kamt aus Rhodos, nicht? Sie,
Woher wisst ihr? Wir waren auf demselben Schiff. Ich bin Ezio Auditore. Sophia Sator. Kennen wir uns? Jetzt schon. Darf ich mich umsehen? Prego. Meine besten Stücke findet ihr hinten. Alt, aber immer noch ein Weiberheld. Ein bekanntes Gesicht. Im alten Handelsposten der Polo-Brüder können Hinweise auf den Aufbewahrungsort der Mastiaf-Schlüssel versteckt sein. Und ersuchen sie das Gebiet, um ein Geheimnis zu lüften. Und damit ist nicht das Korsett von ihr gemeint. Von Sophia. Es ist schön, noch einen Italiener in diesem Bezirk zu treffen. Die meisten bleiben im venezianischen Viertel oder Galata. Altrettanto. Ich dachte, der Krieg der Osmanen gegen Venezia hätte die meisten von hier Huch. Hä? Habt ihr etwas Interessantes gefunden? Mio Dio, wo kommt das her? Incredibile. Wo führt das hin? Finden wir es heraus. Wer seid ihr, Messere? Nur der interessanteste Mann eures Lebens. Oh, che presuntuoso. A presto, Sophia. Ich komme bald zurück. Ich habe auf den Kerzenhalter geschaut. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Also irgendwo im Buchladen, logischerweise. Wahrscheinlich in irgendeinem Hinterstübchen. Aha, können Klinge. Geh weg da. Hallo? Ich kann... Ah, jetzt. Geh weg. Wie bist du hier? Wisst ihr, wie lange wir schon diese abscheuliche Zisterne durchsuchen? Ich bin seit Wochen hier. 13 Monate. Und zwar seit der Großmeister diesen verdammten Schlüssel fand. Aber er weiß überhaupt nicht, was er tut. Er weiß nur, dass sie irgendwo in der Stadt sind. Und die Stadt ist groß. Toxero. Das sage ich doch. Zurück auf eure Posten, Agiertes! Was machen die hier unten? Kisteria Basilica. Die Geheimtür in Sophias Geschäft hat Ezio in eine unterirdische Zisterne voller Templer geführt. Untersuchen Sie die Zisterne, aber seien Sie vorsichtig und nicht entdeckt werden für volle Synchronisation. Nee, nicht entdeckt werden ist ja... Naja, mal sehen. Eventuell auch nicht. Oh, das war knapp, aber es hat funktioniert. Das war nicht so gut, aber hier unten sind Kisten. Und hier ist eh noch kein Templer, da kann ich ruhig kurz mal plündern. Britisches Schießpulver. Haben die Briten denn so gutes Schießpulver, dass das hier dabei ist? Phosphor. Und Aufschlaghülsen. Juhu! So, hier hoch. Kommen wir überhaupt? Warum ist das dann hier? Nein, Mist. Und wenn es nicht funktioniert, dann gehen wir halt nochmal hier hoch. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht die Möglichkeit. Ah, da müssen wir hin. Und hops. Ich bin's nicht. Wir finden die Schlüssel bald. Ach, die können gerade nicht weiter, oder was? Oder suchen die einfach hier andere Schlüssel? Ich gehe nicht gucken, sonst sehen die mich. Es ist definitiv kein Zufall, dass man hier neue Bomben bauen kann. Wir können hier noch eine hinzufügen. Gib Acht, ja? Pass auf die Tür auf und nicht auf deine Füße. Die Männer sind von der Klonarmee. Der da hinten hat also einen Schlüssel.
Oh, das ist gar kein tiefes Wasser. Es macht meinen Plan ein bisschen kaputt. Läuft der Typ oder bleibt er nur stehen? Ich glaube, der bleibt echt nur stehen, okay. Aber da läuft doch einer, oder? Nein, du siehst mich nicht. Also töten dürfen wir aber trotzdem, ne? Okay, dürfen wir. Oh, da hat uns einer entdeckt. Also, er ist auf uns aufmerksam geworden, aber er hat uns schon wieder vergessen.